Hallo, hallo. Ja, schönen guten Abend. Wir machen jetzt mal einen ganz tollen Bruch in der Wissenschaft. Das Einzige, was ich mit Naturwissenschaft am Hut habe, ist, dass mein Sohn genauso heißt wie der T-Rex hier. Wir schwenken in die Geisteswissenschaft über. Ich bin Soziolinguistin. Ich untersuche, wer, wie, wann, warum redet. Also zum Beispiel, warum sagt der eine Creme und der andere Creme? Und wir gucken, also wir Soziolinguisten gucken dann, wer von beiden ist der bessere Mensch und in welcher Situation sagt der eine so und der andere das andere. Der bewegendste Moment in meinem bisherigen Leben war der hier, das ist das Haus meiner Eltern am Stadtrand von Berlin. Und ich saß mit meiner Familie beim Grillen, ich hatte mir die Füße gewaschen, brauchte also auch keine Angst haben, dass mich irgendwelche Mücken stechen. Und dann fiel halt dieser Satz von meiner Schwester, gehen wir nachher noch Kino. Und ich dachte, was? Aber das ging so weiter. Also erst dachte ich, ich habe mich verhört, aber dann kam so, nein, ich muss nochmal Aldi, ach, kommst du mit, Klo? Und ich dachte, nee, so redet doch überhaupt keiner. Dann habe ich das auch ganz schnell wieder vergessen. Der Abend war ja noch jung und dann ist mir aufgefallen, dass immer mehr Leute, die Deutsch als Muttersprache haben, so sprechen. Für mich war das immer so eine Art Ghetto-Sprache. Und ihr kennt das, wenn euch irgendwas beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt, setzt ihr euch vor Google und fragt, was soll das eigentlich? Und Google hat ausgespuckt, dass ich tatsächlich noch nie jemand... Warum ist das jetzt weiß? Das war ich nicht. Noch nie jemand damit beschäftigt hat, warum deutsche Muttersprachler auf einmal sowas sagen wie, gehst du Bahnhof? Gut, alles klar, das ist meine Doktorarbeit, habe ich entschieden und habe mich mit meinem Professor zusammengesetzt und wir haben mir überlegt, wie kriegen wir Menschen dazu, frei mit uns zu sprechen, ohne sich irgendwie gefangen zu fühlen oder das Gefühl zu haben, sie werden beobachtet oder gar bewertet. Und darum habe ich das getan. Ich bin Ringbahn gefahren, mehrere Stunden, immer im Kreis. Ich bin auch mit den U-Bahn-Linien gefahren, also ich könnte euch, glaube ich, das ganze Netz jetzt vorbeten aus Berlin. Ich habe in Cafés gesessen, habe den Menschen zugehört und ich war an Schulen als Referendarin getarnt. Das war super, ich habe dann immer die Schulen, also die Klassen den ganzen Schultag irgendwie begleitet, weil ihr müsst euch an eure Schulzeit erinnern, nichts ist so uninteressant wie so ein armer Wicht, der Lehrer werden will. Also haben sie mich komplett in Ruhe gelassen und ignoriert und ich konnte halt meine Studie machen. Aber, was ist denn Forschung ohne Zahlen? Ich habe hier mal ein paar Zahlen von euch und ich zeige euch auch gleich das Ergebnis. Also, aus der konkreten Forschung, die ich euch heute Abend vorstelle, hatte ich 5.580 anonyme Probanden, die Fahrgäste, 1.395 namentliche Probanden, ich habe die Namen natürlich immer geändert in meiner Studie, ich habe 1.230 Gespräche dokumentiert, fällt euch was auf, es wird immer kleiner, ich habe 900 Dialoge aufgeschrieben, die da tatsächlich auch wissenschaftlich verwertbar waren, daraus entstanden 399 Seiten Doktorarbeit, 156 Seiten Buch, 10 Jahre Forschung, ihr Lieben, und das kommt dabei raus. Ich hatte noch nicht mal einen Namen für dieses Ding. Also viele Phänomene aneinandergereiht und noch keine Namen. Und die Moderation hat so ein bisschen vorausgenommen, das heißt so der Knallereffekt ist jetzt weg, aber ich versuche es trotzdem noch ein bisschen zu erzählen. War dieser Sprachstil, hast du Auto, ich gehe mal Bäcker und die Vorschläge aus der Literatur waren tatsächlich sowas wie Türkendeutsch. Aber ich selber habe ja gelernt, ist ja kein Türkendeutsch, weil die Deutschen ja so sprechen. Dann gibt es auch Dönerdeutsch, Assisprech, Kanackensprache. Das ist auch so mittel, ne? Und dann kam der Begriff Kiezdeutsch und den fand ich eigentlich ganz schön, weil der kam ja auch aus Berlin. Und dann habe ich aber gemerkt bei meinen ganzen Vorträgen, dass die Leute gesagt haben, naja, Kiez, die Presse so, ja geil, wir haben ein Wort und Deutschland so, Also Kiez in Berlin, Kiez in Hamburg, am Rheinland, in Köln, wir haben es gerade gehört, heißt es komplett anders, also konnte ich es nicht Kiezdeutsch nennen. Und ich habe mir überlegt, was muss eigentlich bei dem Begriff hinterstehen, damit es für jedermann verständlich ist, überall, am liebsten auf der Welt, nicht nur in Deutschland, keine soziale Ausgrenzung oder Abwertung, erinnert euch an Creme und Creme, ne? Wer ist der Bessere, wollte ich nicht haben bei meinem Begriff und keine soziale Stigmatisierung, weil nicht die Leute alle nur Döner essen, die so sprechen. Und dann kam Kurzdeutsch. Und Kurzdeutsch ist ein ziemlich guter Begriff, wie ich finde, viel besser als Ethnolekt. Ethnolekt hört sich schon wieder so naturwissenschaftlich an und davon will ich mich ja abgrenzen.
Und dachte, ja, kurz ist auch das, was so diesen Sprachstil beschreibt, weil, wie gesagt, das ist zum ersten Mal, dass das so aussieht am Ende. Ich stelle euch jetzt, ich sage euch kurz, was dahinter sich verbirgt, und dann stelle ich euch nochmal drei Phänomene extra vor, die sich nicht so ganz von selbst erklären. Also fangen wir ganz oben an. Ach, ich habe ja zwei so eine Dinger, ne? Fangen wir ganz oben an, die Kontraktionsvermeidung. Kontraktion hat nichts mit Kacken zu tun, es hat nichts mit dem Darm zu tun oder so. Kontraktion ist in der Sprachwissenschaft das Zusammenziehen von Wörtern, also zum Beispiel zu dem wird zu zum, das nennt man als Kontraktion, und die Kontraktionsvermeidung ist, wenn man das weglässt, das heißt, ich gehe Bäcker oder ich komme Science Slam. Das ist also ein Phänomen des Kurzdeutschs. Dann gibt es die Artikelvermeidung, klar, ihr wisst es, wir lassen den Artikel komplett weg, guck dir Dinosaurier an. Dann gibt es Code-Switching, das ist sowas ähnliches wie, kommst du nachher zum Meeting, das ist auch ein klassisches Code-Switching, oder halt sowas wie Käsebrötchen, yalla, ist auch Code-Switching. Dann kommt das Phänomen, ich schwöre, und das ist tatsächlich ein eigenes Phänomen, da sage ich euch gleich noch was dazu. Dann gibt es noch Schlaute, also ich mache Vortrag. Dann gibt es den Kurzartikel. Also wir gehen mir wieder zurück zu Creme und Creme. Also die Kurzartikelsprecher sind quasi die Leute, die Creme sagen, während die Artikelvermeider die Leute sagen, die sind die Creme sagen. Also wer den Kurzartikel benutzt, ist innerhalb des Kurzdeutschs ein sozial höher. Das ist dann de Museum, de Dino, de Abend. Das zeigt einfach, ja, ich weiß, dass es einen Artikel gibt, ich bin einfach nur viel zu cool, ihn zu verwenden. Darum kürze ich ihn ab. Und dann gibt es, das zeige ich euch auch gleich nochmal, die rituelle Beschimpfung. Das ist sowas wie, du Knecht, ihr Opfer, du Missgeburt. Aber gucken wir uns drei von diesen Phänomenen tatsächlich an. Da haben wir die Sprachroutinen. Für uns Sprachwissenschaftler ist so ein Einkauf, zum Einkauf im Supermarkt der perfekte Ort, um Sprachroutinen auszuprobieren. Da sagt man nämlich guten Tag, der Kassierer sagt guten Tag, die Wurstverkäuferin sagt außerdem, und dann wünscht man noch einen schönen Tag und ebenso und Dankeschön, das sind alles Routinen. Und im Kurzdeutsch ist dieses Ich schwöre die Routine. Das Schöne an Ich schwöre ist, es kann man als einzelnen Satz verwenden. Also ich habe zum Beispiel erlebt, dass Gruppen von Menschen minutenlang nur Ich schwöre zueinander gesagt haben und sich trotzdem verstanden haben. Dann kann man Ich schwöre wunderbar einsetzen, um einen Satz anzufangen. Ich schwöre, und dann alle so, oh ja, was schwört sie? Und dann kommt es. Oder man baut es im Satz ein, um sein Rederecht aufrechtzuerhalten. Also ich sage euch was, dann sage ich, ich schwöre, und dann rede ich weiter. Also das Rederecht bleibt bei mir. Oder man packt es an das Ende eines Satzes, wie so ein Dankeschön oder Bitte, gibt es im Kurzdeutsch halt, ich schwöre. Darum ist das ein eigenes Phänomen. Dann wollte ich euch gerne noch die Herkunft der Schlaute erklären. Und zwar kommt das tatsächlich aus der türkischen Sprache. Wir im Deutschen haben ja dieses zwei CH-Laute. Einmal dieses Ich, richtig und niedlich. Und das zweite ist dieses Ach, Dach und Krach, das Harte. Und das Weiche von niedlich, das kann man halt nicht aussprechen, wenn man Türkisch als Muttersprache hat. Und darum macht man sowas wie Ich stehe Bühne oder Ich verstehe das nicht. Aber ich habe, wie gesagt, nicht die türkischen Muttersprachler untersucht, sondern die deutschen. Und die machen das, um einfach ein bisschen cooler zu sein. Also während alle sagen, ich gehe Schule, dann verwenden sie die Kontraktionsvermeidung. Aha, und wer jetzt besonders cool sein will, der setzt eben noch einen obendrauf und sagt, ich gehe Schule. Und das macht so ein bisschen den Prestige der Sprache aus. War das jetzt? So, dann kommt die rituelle Beschimpfung. Die ist ganz, ganz wichtig, weil die rituelle Beschimpfung dazu dient, die soziale Gruppenpflege aufrechtzuerhalten. Man spricht auch von Gruppenhygiene. Das heißt, wir mögen uns und deshalb beschimpfen wir uns. Es gibt verschiedene Niveaus, also ich war ja an verschiedenen Schulen, es gibt zum Beispiel an Hauptschulen oder an Gymnasien ist diese Art von Beschimpfung ganz unterschiedlich. Die einen sagen immer das Gleiche, dann geht es so, du Opfer, du Opfer, du Opfer, du Opfer, du Opfer, du Opfer, du Opfer. Und dann weiß man, aha, sie unterhalten sich, um einfach die Themenarmut aufrechtzuerhalten. Und man weiß, sie haben sich gerne. Und wenn man es ans Gymnasium geht, dann kommt dann eher sowas wie, du möchte gern Cowboy, du Kloclown, du Missgeburt, du Schweinemissgeburt. Also sie sind ja sehr kreativ. Das heißt, es gibt verschiedene Niveaus.
Und innerhalb der Gruppe ist es ganz wichtig, das zeigt eigentlich, wie sehr man sich lieb hat. Ja? Wenn man das aber, wenn man nicht zur Gruppe gehört und von außen reinkommt und sagt, du Opfer, dann ist es schon eine Beschimpfung. Also da sollte man aufpassen, dass man sich nicht eine fängt. Aber es ist halt tatsächlich so, dass ich bei meinen Vorträgen immer so, ach, jetzt weiß ich, dass mein Sohn mich gerne hat, weil er immer du Knecht zu mir sagt. So. Was ist das für ein Zeichen? Ach so, ganz schnell. Okay, ich wollte euch noch sagen, dass Kurzdeutsch schon lange keine Jugendsprache mehr ist, weil in der Geisteswissenschaft heißt es ja, wir malen gerne Bäume, also habe ich euch einen gemalt. Und zwar hat das Kurzdeutsch verschiedene Wurzeln. Einmal ist das das multiethnische Zusammenleben in den Städten und dann sind es die bestehenden Stadtsprachen. Das ist auch super neu, weil wir in Berlin, also wer von euch Berliner ist, wir haben sowas wie ich bin auf Arbeit oder ich bin mit Fahrrad. Wenn Leute von außerhalb kommen, die denken, oh, wie redet ihr? Aber genau das ist genau das Gleiche vom Prinzip her wie ich bin mal Bäcker. Also das fließt alles zusammen. Die Jugendsprache fungiert als Katalysator, denkt an die ganzen Medien, wir müssen uns kurz halten. Es gab ja auch Zeiten, wo SMS was kosteten. Und am Ende kommt dann in der Gesellschaft so ein bisschen was an. Und das sind dann immer so einzelne Phänomene wie Kontraktionsvermeidung oder dass man tatsächlich im Büro auch mal sagt, ich schwöre. So, und jetzt, das ist, also was ich jetzt aktuell mache, ist einfach meinen Kritikern beweisen, dass es tatsächlich schon in der Sprache angekommen ist, die die Erwachsenen sprechen. Und ich sammle auf meinem Blog kurzdeutsch.de, toller Blog, so Beispiele. Zum Beispiel hier von der Titanic, wo auf dem Titelbild stand, die Alte mache ich Hannelore. Ich bin gleich fertig. Noch der Backkönig, wir backen, du König. Dann der Spiegel, ich habe Rücken. Und kommst hier nicht rein, ja, als seriöse Überschrift. Dann, ich glaube an Konflikt. Kinder weinen selbe Sprache. Und keine Lust mehr auf Pille. Also solche Sachen sammle ich. Wenn ihr da auch was habt, schickt mir das gerne zu. Genau, also im Kurzdeutsch ist sehr spannend, geht es noch weiter. Oh Gott, der Moderator kommt schon. Danke, ihr Opfer. Guckt auf meinen Blog. Das war...